So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 1. Also, ja. Wir waren hier mit einem Werwolf, ne? Haben ihn verschont. Wer, was denn das? Ich hab ihn verschont, denn er hat ja die Bösen getötet. Zur alten Schmiede. Wir gehen mal rein. Verstecktes Werwolfs? Ja. Das gefällt mir nicht. Mal sehen, was im Keller los ist. Das okay. Versteck von Vincent dem Werwolf. Hält er sich für einen Superhelden? Ist er das denn nicht? Warte mal, was müssen wir denn machen? Ich muss zu Triss und Leuwarden. Hier können wir nochmal den Werwolf jagen. Das will ich doch gar nicht. Betrunkene. Hä, wir wollen ihn gar nicht jagen. Warum war ich gerade so? Mist, ey, wir können da nicht mehr hoch. Vielleicht war das ja so gewollt. Was ist denn da hinten? Lagerfeuer. Ja, kommt her, Jungs. Also langsam nerven die Viecher, ne? Ein Monster dürfte nicht immer respawnen, finde ich. Sollte schon unique sein, also... Wenn es einmal tot ist, dann war's das. Sollte ganz besonders sein. Aber gut. Wir müssen hier einmal durch, also einmal eine Runde. Alter. Hä, da geht's zuerst auf die Menschen. Was für ein Noob. Das ist so ein richtiger Noob. Da geht's zuerst auf die Menschen. Hilfe! Alter. So, Leuwarden war hier. Triss anscheinend auch. Ja, ja. Thale, irgendwas. Okay, das bockt den gar nicht, was da gerade alles passiert ist. Ja. Ich fand einen magischen Stein im Versteck der Salamander. Ich fand einen magischen Stein im Versteck der Salamander. Zeigt ihn, Triss. Die weiß über solche Dinge Bescheid. Ich dachte... Ich weiß nichts über Magie. Oh Mann, Triss, zieh dir doch mal was an. Hexer. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Interessant. Lasst mal sehen. Geralt, das ist ein Telekommunikator. Er hinterlässt magische Spuren aller Sendungen. Oder einfacher ausgedrückt? Mit etwas Glück können wir damit das Versteck der Salamandra finden. Ah ja. Ich muss mit Leuwarden darüber sprechen. Bis später. Ah ja. Ich brauche etwas Zeit für mich. Kommt später wieder. Wer steckt hinter alledem? Gute Frage. Alles läuft nach Plan. So, wir meditieren einmal, ne? Seit ge- kann ich... Ich haben wir ja. Punkte? Punkte zu verteilen? Tatsächlich. Sehr schön. Also erst bei den silbernen. Wir haben ja Rüstung geskillt zuletzt. Ich würde jetzt gerne Schaden nehmen. Ist das gut? 10%? Das ist sehr wenig.
Nur 10% Schaden. Gewandtheit. Angreifen 10%. Was heißt denn angreifen? Ist das Angriffsgeschwindigkeit? Ausweichen ist sehr gut. Parieren. Schnelle Kampfstile. Wollen wir das mal nehmen? Oder wir nehmen hier was. Ne, das kann halt mega sein. Die Frage ist halt, das ist halt so gesplittet, ne? Das ist kacke. Nehmen wir das hier. Dann skillen wir. Wir haben schon alles, ne? Ja. Wir haben schon alles voll. Die Außen, die sind halt immer unwichtig. Genau, dann Quenzeichen. Naja, das ist jetzt auch nicht so. Aber was anderes gibt's da gar nicht. Naja, wir nehmen das mal. Was machen wir denn mit dem Rest der Punkte? Wir können das gar nicht gebrauchen, sehe ich schon. Die hier, die benutzen wir ja nicht. Obwohl es gibt Zeichenintensität, ne? Ist das ein Global Buff? Das wissen wir leider auch nicht. Oh Mann, ey. Fuck, eine Stunde reicht nicht, oder? Triss. Ich poliere euch die Fresse. Reicht dir das? Eine Stunde? Kämpft ihr oder seht ihr zu? Wir probieren's mal. Da. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich habe viel über die Salamandra erfahren. Freut mich zu hören. Ihr Einfluss reicht inzwischen weiter, als wir dachten. Wir sind nicht mehr fähig, ihnen allein zu trotzen. Was habt ihr entschieden? Der Clan macht euch demnächst ein Angebot. Eines, das ich nicht ablehnen kann. Okay, Leuwarden. Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Weder städtische noch militärische Behörden ließen sich dazu bringen, gegen sie vorzugehen. Wie ist das möglich? Ich vermute, es hat mit den jüngsten verdächtigen Erlassen zu tun. Was habt ihr jetzt vor? Wir brauchen Unterstützung. Eine Armeeeinheit oder eine paramilitärische Truppe. Und was habe ich damit zu schaffen? Wir möchten, dass ihr mit unseren potenziellen Verbündeten verhandelt. Okay, machen wir. Wer schwebt euch denn so vor? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. Die Skoyatel, den Orden der Flammenrose. Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr Erfolg habt, treffen wir sie hier. Wir machen einfach, was der von uns will. Ja. So, entweder Yevin und seine Elfen oder Siegfried und seine Freunde aus dem Orden überzeugen. Oh, also ich mag keine von denen. Ne? Keinen von denen. Naja, wir... Wir helfen lieber Siegfried, denn die beschützen ja die Stadt. Ne? Fuck, wo ist denn Siegfried? Also es wäre schön, wenn du mir das anzeigst. Für etwas Ruhe und Frieden. Der war nicht da oben, ne? Das macht ja gar keinen Sinn. Oder? Ha, Frauen. Ha, Frauen. Wir. Da gibt's ein Monster, oder? Ist der Siegfried jetzt... Boah, wo kann denn der sein? Ist der an seinem Standardort? Am Tempel?
Wir gehen einfach mal. Ups. Müssen wir denen jetzt helfen? Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Aber wir lassen die mal. Ist das halt nicht die richtige Zeit gerade? Fuck. Wir hätten echt gescheit meditieren sollen. Wo ist denn der Siegfried? Ist das heiß in diesem Ding. So, hallo. Gera. Habt ihr einen Pass, Hexer? Ja. Dieser Freibrief gibt euch das Recht, Vizima zu betreten, aber nicht nachts herumzuschleichen. Entschuldige, Alter. Ich hab grad geholfen. Gebt mir einen Pass. Abgemacht. Vielen. Cool, Freibrief. Zeigt wir hatten doch schon einen. Alles Ausgangssperre. Hütet euch vor Ungeheuern. Vollmond? Ja. Ist das vielleicht hier lang? Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Abgeschlossen. Verdammt, Mist, ist das heiß in diesem Ding. Wir hätten länger meditieren sollen. Wir müssen da wohl oder übel wieder zurück. Action. Interessant. Wir gehen mal zurück. Und wir gucken mal, ob da... Ja. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexern ab. Boah, der ist doch letzte Nacht gestorben, ey. Der Kerl da. Ihr kämpft wie ein Mädchen. Wo ist denn der Schankwit? Dann gucken wir nochmal oben nach. Kann ich hab da leider nicht aufgepasst, Leute. Tut mir leid. Mittag, ne? Am Tag ist es immer schön. Es ist ruhig, keine Monster, ne? Die sind halt alle immer noch da. Ich poliere euch die Fresse! Das ist geil, wie 24/7 hier chillen, ne? Die Leute. Was für ein Unsinn. So, also irgendein Siegfried hier. Am besten einer, der nicht am Verbluten ist. Nein, ne? Okay, das war auch Schwachsinn. Hier vielleicht? Nee, alles gut. Dann gehen wir... Ich hoffe, wir können durch die Tore jetzt. Ja? Also hier hin. Oder? Oder hier hin. Niemand dahin. Soll sagen, ich gebe mich mit Hexen. Oh ja. Kann man hier durch? Wäre jetzt ganz schön. Haben die das einfach abgeschlossen? Dieses Wetter ist deprimierend. Ich bin verwirrt. Traurig, wenn es regnet. Ein echter Wolkenbruch. Es gießt wie aus Eimern. Abgeschlossen. Mann, ihr seid so Fotzen, ey. Ne? Wo ist denn der jetzt, der Siegfried, ey? Im Rathaus vielleicht? Hier haben wir zuletzt was gemacht. Was kann man denn mit dem hier machen? Gewicht. Danke, jetzt unter...
cool. Liste, bitte. Wer steckt hinter Liste, bitte. Ganz schnell eine Quest abgeben. Es sind unruhige Zeiten. Okay, hier wird der sicher nicht sein. Hat der denn gesagt, wo er hingehen wird? Haben wir irgendwas vergessen? Ist das vielleicht gewollt, dass wir eine Nebenquest machen und den dann antreffen? Wir gucken mal nach dem Päckchen. Diese Preise sind barbarisch. Das war ein komischer Name, oh. Schwarzpulver. Das ist echt ordentlicher Regen. Geht ihr immer mit dem Schwert einkaufen? Was für deprimierendes. Ich weiß halt nicht, warum wir nicht die Stadt verlassen können. Das ging doch davor immer. Ja. Sollen wir das oben zuerst machen? Entweder Yevin seine Helfer oder Siegfried überzeugen. Ach komm, wir machen mal das hier. Wir helfen mal dem. Ne? Ihr einen Moment Zeit. Das wäre eine gute Tat, wenn wir die aus dem Scheiß hier rausholen. Ne? Ja. Ich glaube, euer Bruder sucht nach euch. Was? Nein, ich habe keine Familie. Seid ihr da sicher? Vollkommen. Dies ist mein Zuhause, meine Schwestern der Nacht. Dann muss hier ein Irrtum vorliegen. Ja. Hä? Nichts für ungut. Willst du mich verarschen? Warte, was sagt die Quest? Boah, jetzt muss ich hier mit den Leuten labern, oder was? Das müsste Verbot der Arbeit muss belohnt werden. Was für schreckliche Zeit. Ein sehr angenehmer Ort. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der es sich leisten kann. Verstehen, ey, das Spiel will doch nicht, dass wir was mit der machen, ne? Also so eine Nacht verbringen oder so. Ach, was für Schreck. Als doch, dann. Dann machen wir das nicht. Fragen? Lebt. Tatsächlich, also es gibt keine Option. Um diesem Ehrenbruder zu helfen, sollen wir mit seiner Schwester schlafen? Alter, welcher Bastard hat die Quest entworfen? Mann, komm, wir ignorieren mal die Quest, ey. Bastard, ey. So, ich... Triss. Okay, wir gehen mal zu Triss. Die mögen wir ja eigentlich nicht. Aber wir machen mal ein paar Quests. Ich habe diesen Wolkenbruch nicht genehmigt. Was machen die denn hier? Ach, die schützen sich vor dem Regen, ne? So, Triss. Sprecht, und dann geht mir aus den Augen. What? Uiuiui. Wisst ihr noch irgendetwas über den magischen Kommunikator, den ich euch gegeben habe? Er ermöglicht Gespräche über kurze Entfernungen. Mit etwas magischem Wissen könnte man ihm sicher zahlreiche Informationen entlocken. Entschuldige. Wenn die Salamander ihn benutzt haben, um mit ihrem Lager zu kommunizieren, sollte es mir möglich sein, sie zu lokalisieren. Kurze Distanzen, ja? Könnt ihr die letzte Kommunikation überprüfen? Der Kommunikator schickte ein Signal an ein Haus in Vysima. Es ist auf eurer Karte markiert. Gibt es etwas, das ich wissen müsste? Ich habe da so eine Ahnung. Ich überprüfe es. Na gut, seid vorsichtig. Was für eine Identität, Mann. Ah. Ich habe zugestimmt, Siegfried und dem Orden der Flammenrose zu helfen. Ich frage mich, ob der alte Geralt dasselbe getan hätte. Interessant. Warum helft ihr dem Orden? Was hat euch dazu veranlasst?
Keine Ahnung, Mann, Mensch. Nimm mal das zweite. Ich verstehe die Anderlinge nicht. Von zwei Übeln scheint mir der Orden das kleinere zu sein. Und das ist euer Grund. Ihr habt nie etwas für Hysteriker und Idioten übrig gehabt, die Jugendliche in den sicheren Tod führen. Mich überrascht nicht, dass ihr den Orden gewählt habt. War ich wirklich so vernünftig? Bedauerlicherweise. Wiewohl ich gestehen muss, dass ihr bei vielen wichtigen Anlässen eurem Herzen gefolgt seid. Diese ganze Seelenbeschau hat mein Gedächtnis auch nicht wiederhergestellt. Geduld. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hoffentlich. Der richtige Weg. Sprecht. Wir sind. Dann geht mir. Ups. Hab das Falsche genommen. Hört. Schon. Ich glaube, wenn denk ich. Okay, das bringt gar nichts. Das ist halt eine Nebenquest, ne? Ah ja, wir machen das mal. Wenn wir aus der Stadt raus dürften, dann hätte ich in Visima nachgeschaut, ob er da steht, ne? Wir beklauen den Herrn erstmal. Oder wir checken ab. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt, Radovid. Diesmal ist kein magischer Spiegel zwischen uns. Wie schön, dass ihr meine kleine Zuflucht gefunden habt. Mit Triss Merigolds Hilfe, habe ich recht? Ihr kennt Triss? Nicht persönlich, aber ich kenne Philippa Eilhardt. Und damit kennt man alle Zauberinnen. Ich wollte mit euch sprechen, Hexer. Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Gute Frage. Leider gibt es darauf keine leichte Antwort. Ich bin an Redaniens königlichem Hofe aufgewachsen. Mein Vater wurde während des Krieges mit Nilfgaard ermordet. Seit ich mich nicht mehr für Spielzeug interessiere, versuche ich, mein Erbe zurückzuerlangen, die Mörder meines Vaters zu finden und Ordnung in mein Land zu bringen. Leider bin ich von korrupten Verrätern, allzu ehrgeizigen Zauberinnen und frustrierten Kaplänen des ewigen Feuers umgeben. Mhm. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Oberschicht Temeriens genauso. Nichts lockt Hurensöhne so sehr an wie Macht. Ihr wolltet etwas. Kennt ihr die jüngsten seltsamen Erlasse in Vysima? Ich habe davon gehört. Sie tragen des Königs Siegel, doch manche argwöhnen Schwindel. Erzählt mir mehr. Wie Thaler sagte, Foltest hat diese Erlasse nicht unterzeichnet. Ich kenne seine Unterschrift. Ihr kennt Thaler? Gewiss. Ich wäre ein Narr, würde ich den Geheimdienstchef Temeriens nicht kennen. Also hat Foltest das Kriegsrecht nicht verhängt? Nein. Ich denke, ich sollte ihn informieren. Wer ist Philippa? Eine der prominentesten Bürgerinnen Redaniens. Sie hat die halbe Elite Redaniens bestochen, betört oder eingeschüchtert. Sie gehört auch der Zauberinnenloge an, so wie eure Triss. Die nehmen keine Zauberer auf? Nein. Jede dieser Frauen glaubt, sie dürfe über das Schicksal der Welt bestimmen. Und manchmal tun sie das auch. Wenn ihr das sagt? Man sollte Zauberinnen nicht schmähen. Wunderschön, weise, hilfreich. So geben sie sich jedenfalls. Eines Tages werde ich sie in ihre Schranken weisen. Obwohl sie in ihrer Gunst stand, verriet Triss einst ihre Freundinnen. Aha. Ich traue ihr nicht, aber wir finden einander nützlich. Verstehe. So. In welcher Beziehung steht ihr zu Adda? Ich hatte gehofft, ich könnte sie überreden, den König Redaniens zu ehelichen, wovon beide Königreiche profitieren würden. Mit Foltests Hilfe könnte unser König sich endlich von all den Parasiten, die ihn umgeben, befreien. Im Gegenzug könnte Redanien Temerien gegen die Skoyatel beistehen. Die Vorteile für den Handel brauche ich nicht, es zu erwähnen. Die Vereinten Königreiche könnten der wachsenden Macht der Ritterorden und der Zünfte trotzen und obendrein
Genug. Ihr habt mich überzeugt. Aber ich bin nicht Ada. Und ihr, Hexer? Wie denkt ihr über Volltests Tochter? Was wollt ihr wissen? Ihr seid ein Experte für Ungeheuer. Ihr habt den Striegenbann gebrochen. Stimmt. Kann sie Kinder bekommen? Ja. Warum nicht? Gesunde Menschenkinder? Ich denke ja. Aber einer der Wissenden sollte sie untersuchen. Habt Dank. Hä? Ich hoffe, keine dieses Ahnung, Gespräch was bleibt unter euch. Die labern einfach irgendeinen Scheiß. Ich check das nicht, ey. Also es liegt an mir, nicht am Spiel, ne? Bestimmt. Hex. Ja, Hexe, lebt wohl. Was für eine Striege, Alter. Mann. Naja. Okay, das war's einfach mit der Quest. Krass. Ich verstehe aber echt nicht, warum wir die Stadt nicht verlassen dürfen. Mir wurde gesagt, ich soll auf Leute mit dem Salamanderabzeichen achten. Tolle Idee! Hat er denn irgendwas gesagt? Mit diesen Waffen auf dem Rücken? Charaktere? Siegfried? Ja. Ich bin sehr klug. Oha, was wurde denn da gerade gesagt? Habt ihr das gelesen? Ich glaube, da war. Interessant. Ja, interessant, ne? Warum kann ich da. Ups. Warum kann ich denn da nicht durch? Ist das vielleicht hier? Temp. Ach. Oh nein, Leute. Hey Leute, wo wollten wir hier hin? Kaufmannstor. Waren wir da komplett falsch? Hey, ist das der richtige Weg? Ränkespiele? Was Ein führt Moment. Euch hierher? Oh mein Gott, also meine Orientierung, diese ne? Diese Gegend ist völlig verkommen, seit sie den Pöbel reinlassen. Da ist keiner, ne? Meine Orientierung, ne, Leute? Die ist so schlecht. Ja, hier ist das Poster. Hier darf man durch, ne? Oh mein Gott. Boah, Leute. Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Ich wusste echt nicht. Ey, der will, dass wir reingehen. Nee, das war eine Markierung, ne? Boah, Leute, ey. Also hier wollen wir hin, Siegfrieds Posten. Meine Orientierung, ey. Wir laufen mal ganz schnell zu ihm. Was sind das die für die Handelsrouten sind geschlossen! Lebende Steht die Stadt vor einer Hungersnot? König Volltest und der Stadtrat empfehlen, dass wir Vorräte horten und rationieren. Okay. Ich gehe zum Schlosstor. Der Händler dort verkauft gutes Brot. Gutes Essen ist gut. So, Siegfried. Ach, ihr. Okay. Hallo, Jungs. Da ist er, oder? Ja, was Mann. Ist das denn? Blutet der noch? Nee, der blutet nicht mehr. Geralt! Geralt! Wie geht's dem Bein? Ach, bestens. War nur ein Kratzer. Alles in Ordnung. Ich bekomme einen Orden, weil ich das Eigentum einiger Stadtbewohner beschützt habe. Verstehe. Ihr kämet auch in Frage, aber nur Ritter bekommen Orden. Es sei denn... Nein. Ich trete nicht bei. Was? Ich könnte mit dem Keuschheitsgelübde nicht umgehen. Das verstehe ich. Hört mal, der Großmeister selbst wird mir den Orden überreichen. Ja? Ich hatte da einen Vorschlag. Wollt ihr mir helfen, die Salamander zu vernichten? Ich hätte da einen Vorschlag. Wollt ihr mir helfen, die Salamander zu vernichten? Wie? Ich habe mächtige Freunde, die wissen, wie man sie vernichten kann. Ist das irgendein politisches Komplott?
Siegfried, ihr habt mir auch bei der Bank vertraut. Na gut. Einzelheiten? Die Taverne Neu-Narrakord. Kommt heute Abend dorthin. Ich werde da sein. Wartet auf unser Signal. So, geil. Wir werden zu Triss Ewiges gehen. Ewiges Feuer, erfülle mein Herz. Aber erst in der nächsten Folge, Leute. Denn das war's hier schon mit der Folge. Passt auf euch auf. Macht's gut, tschüss. Was ist das?